Heute Mittag geht es an der Waldlust vorbei, wieder in die Berge. An der Waldlust schaue ich mich etwas um. Diese Terrasse vor mir, auf der anderen Seite von der Waldlust, vom Bach her gesehen. Diese Terrasse wurde früher für Gastronomiezwecke verwendet. Es sind zwei Terrassen übereinander. Dann schließe ich Nadelwald an. Das ist ein kleines Seitentälchen. Und für mich wieder interessant, eine ziemlich große Halde davor, die also den Blick von unten in das Tälchen versperrt. Rechts befinden sich auch noch Terrassen, die man um 1900 für Tische und Bänke verwendet hat. Gehen wir mal ein Stückchen hoch hier. Heute wissen, wie es von oben betrachtet aussieht, was die Halde angeht. Möglicherweise hat man hier auch Steinbrucharbeiten gemacht, obwohl man sieht keine steile Kante. Das kann allerdings nachträglich auch wieder geschönt worden sein. Der Gemeindesteinbruch vom Weringhausen ist dort, wo heute der Spielplatz oder besser gesagt Sportplatz Waldlust ist, wo Bachstraße und Pirmke-Straße aufeinander zuführen. Links oben ist am Hang vom Sportplatz aus gesehen der Steinbruch noch gut erkennbar. Dieses Gelände hier ist erstmal schräg, also keine ebene Fläche. Die ebene Fläche findet man wieder am Hang, dort oben zum Beispiel. Die gehören zur Gastwirtschaft. Da das Tal trocken ist, gehe ich das Bachbett hinauf. Also hier findet man auf der Halde noch viel Gestein, gerade zum Bach hin betrachtet. Auch ein paar Ziegelsteine, also etwas Schutt dabei. Steine haben unterschiedliche Größe, sind also zum Teil wenigstens auch für Bauzwecke verwendbar. Ja, oben angekommen sieht man keine Besonderheiten. Neben dem Bach setze ich die Terrasse, wenn man so will, noch ein bisschen fort. Rechts sieht man jetzt eine große Fläche. An dieser Stelle hat, wenn ich mich recht erinnere, um 1900 noch ein Haus gestanden. Da gibt es Postkarten, zum Teil gemalt, die dieses Gebäude noch zeigen. Ja, ein Blick zum Gästehaus und so weiter. Auch hier ein Gelände voller Überraschungen, wo man gerne ein bisschen weiter stöbert. Nehme aber dass wieder Waldbrandgefahr besteht, weil das Laub ist trocken, sodass ich heute wieder auf den Wegen bleibe. Von den ein oder anderen Abstecher mal abgesehen. Ich bin jetzt auf der anderen Seite von der Hausplattform, unter mir talwärts das Waldlustrestaurant mit Gästehaus, das ist der Waldweg, Türmeweg, was ich bislang noch nicht wusste, weil ich hier noch nicht war. Hier befinden sich Fundamentreste in Richtung Steinbruch, Sportplatz. Fundamentreste nach innen, dann so eine Art Keller mit Bruchsteinmauerwerk dahinter.
Die ganze Hangseite zeigt Fundamentreste auf. Und das ganze Gelände hier scheint auch aufgeteilt zu sein. Man erkennt hier zur Talseite hin Fundament. Und das Ganze ist aufgeteilt ungefähr in der Mitte durch ein schmales Fundament. Hier keine Ziegelbauweise, sondern Stein, soweit ich erkenne. Ein Stückchen weiter unten scheint verstürztes Mauerwerk zu sein. Hinter dem Haus befinden sich noch Terrassen, auch da oben. Links führt ein Pfad raus gleich, das ist aber direkt am Sportplatz. Da gehen wir gleich hin. Sehr interessant, dass hier Bauspuren sind. War mir nicht bekannt. Ob das alles im Zusammenhang mit dem Restaurant zu sehen ist, weiß ich nicht, bezweifle ich eher. Weil dieses Restaurant hat seine Ursprünge ja auch erst am Ende des 19. Jahrhunderts. Bruchsteinmauerkante setzt sich fort. In der Mitte wohl Versturz. So wie das aussieht, dahinter weiter Bruchsteinmauerwerk, verliert sich im Gestrüpp. Über dieser Terrasse noch eine. Und das geht nach oben hin wohl weiter sofort. Auch hier heißt es wieder Radarscanning. Verschafft uns den Überblick. Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Vor mir hat früher eine Halle gestanden, auch eine Fachwerkbauweise mit zwei Türmchen in Richtung Restaurant. Zwischen Restaurant und Halle befand sich ein Teich. Da ist heute eben eine Fläche. Da kann man tafeln, im Sommer zumindest, wenn Tische aufgestellt sind. Wenn das noch so ist. Also meine Erfahrungen liegen schon einige Jährchen zurück. Ja, nächste Frage ist, wie kehre ich hier am besten zum Weg zurück? Also das sieht schon nach Zement aus. Gut, Schuss weiter. Noch ein Blick auf das alte Hallengelände. Hier befinden sich Stufen. Wie eine Arena war das mal, heute auch ziemlich zugewachsen. Dann folgt eine Grünfläche. Der Bach ist hier noch verrohrt. Ich nehme an, dass das hier Aushub ist von dem Steinbruch, wo sich heute der Sportplatz befindet. Dann der Türmeweg. Und hier jetzt die untersten Fundamente oder Bruchsteinmauern, Hangmauern, sollte man neutral sagen. Vor mir ein Schutthaufen, da habe ich gerade eine Weinflasche aufgelesen. Die ist aber von der Form her relativ modern. Da ist noch eine Flasche. In Weiß, das sieht mir nach Sprudelflasche aus, die hat auch schon einen Sprung. Gehen wir mal dran. Ja, relativ modern. Ups! Ja, da nochmal ein Blick hoch. Wie gesagt, das Gelände ist hier sehr unübersichtlich, aber man sieht hier wenigstens die Stufen. Ich hoffe zumindest in der 3D-Version des Filmes.
heißt natürlich 4D. Das scheint ein Hügel zu sein. Umgekippte Bäume, das deutet wieder auf lockere Strukturen hin. Da das Zementfundament, was mir schon aufgefallen war, wo ich eben lang gegangen bin, noch ein Schwenk. Da vorne ist das Hausfundament oder die Hausplattform besser gesagt, oberhalb vom Gästehaus, nahe an dem Seitentälchen. Also jetzt bin ich neugierig geworden, jetzt gucke ich gleich noch da oben. 3 Flaschen sind es geworden. Die dritte ist wohl eine Bierflasche, hat einen ziemlich dicken Hals. Das könnte eine Sprudelflasche sein und das andere eine Weinflasche oder auch für Bier. Etiketten haben sie nicht erhalten. Möglicherweise ist das Loch dahinter ein Eiskeller oder Vorratskeller gewesen. Jetzt natürlich nicht mehr. Für mich immer interessant, Porzellanscherben, das sieht nach einem Napf aus, Köpfchen, nee, das ist aus der Elektroindustrie, das ist eine Bierenfassung. Sollte man sie aber auch mal festhalten. Erstmal wieder abdrehen. Ich bin ein Stück hochgekraxelt, da das Doppelfundament. Bin hier vor dem ersten Hügel gelandet, da stehen Birken drauf. Bedeutung ist mir nicht klar geworden. Stein-Lehm-Gemisch mit weiteren Bäumen. Ob das ein alter Baumwurf ist, kann ich nicht sagen, ist aber wohl das Wahrscheinlichste. Müsste ein großer Baum gewesen sein. Oder ist es tatsächlich ein Haufen, der künstlich hergerichtet worden ist, weil direkt dahinter ist eine Mulde. Kellerartig wieder. Mit Eingang nach Westen zur Talseite hin. Da vorne, das ist deutlich, ist tatsächlich ein Baumwurf. Und auch nicht der einzigste in der Umgebung. Rechts sieht man noch was. Ein Stückchen weiter oben, eine Wurzelspur. Da schließt sich nach oben hin noch mehr an. Da müsste auch gleich der Waldweg sein. Da vorne befindet sich eine relativ steile Stelle, da wo der Waldweg sein müsste. Es wird jetzt deutlich, bei den tiefen Löchern mit den Haufen davor handelt es sich tatsächlich um Baumwürfe. Die Baumstämme liegen ziemlich schräg und sind schon weggemodert. Das gilt auch für das Erdloch mit den Haufen, wo ich gerade war. Also nichts Künstliches. Da hinten sieht man einen Baumwurf und hier vorne auch. Sieht schon ein bisschen unheimlich aus, weil die Löcher doch ziemlich groß sind. Hier oben gibt es übrigens weiter noch Terrassen, wenn auch nicht mehr so groß. Fast geschafft, da wartet eine Bank auf mich. Nochmal ein Steilhang, könnte aber mit dem Wegebau zusammenhängen. Noch eine Kuhle mit Baumstamm drin. Unten erkennt man noch den Türmeweg. Nochmal ein Blick zum Gästehaus, der Waldfluss. Wieder so ein Loch.
auch hier. Da ist unten noch Holz drin. Also wird auch ein Baumwurf. Vor mir noch auch Holzreste dabei. Also sieht mir fast älter aus als Geröllsturm. Der ist ja jetzt auch 7 Jahre her. So schnell Monat hätte ich nicht gedacht. Rausgekommen bin ich ein kleines Stückchen oberhalb des Schlangenstiegs. Da ist die Bank von eben. Sieht man auch, wie steil das hier ist. Das ist Richtung Tal. Links sieht man das Gästehaus von der Waldlust noch durchschimmern. Und hier geht es Richtung Bismarckturm wieder. Das ist aber nicht der Schlangenstieg, den ich gehen will. Ich habe es mir überlegt. Ich gehe ihn doch und gehe nachher den Schlangenstieg wieder runter. Kleine Zwischeninformation noch. Ich bin auf dem Verbindungsweg zwischen Schlangenstieg und Goldbergpfad an der Waldlust. Führt ein Seitental den Berg rauf oder Hang rauf. Der führt sogar noch Wasser. Der Weg macht hier eine Kurve. Führt dann durch Nadelwald. Hier gibt es auch wieder eine Sitzbank. Von denen gibt es hier glücklicherweise reichlich. Von den Bänken. Tal ist hier nicht so steil, man könnte also direkt hoch, vermeide ich heute aber. Auch hier gibt es wieder umgestürzte Bäume, aber das können wir schon. Da ich den Goldbergweg schon gegangen bin, mache ich einen Abstecher oberhalb der Waldlust, die sich hier unter mir befindet, das Hotelrestaurant. Also hier brechen wir ab, weil hier befindet sich ein Pfad, der das kleine Tal hochführt, von dem ich eben sprach. Das nutze ich natürlich gerne, um abzukürzen. Einmal Luft holen. Der Weg geht sich wunderbar. Es ist hier Nadelwalduntergrund mit vereinzelten Wurzeln und Steinen und Tannensapfen. Ein schöner Blick ins Tal. Haben noch keine Vierbeiner wilderer Art gesehen. Da kam ich gerade her. Also dieser gut begehbare Weg ist mein Geheimtipp. Nicht weiter sein. An der anderen Seite von dem umgestürzten Baum, wo ich gerade durchgegangen bin, sieht es wieder merkwürdig aus. Hier links am Weg so eine Art Wall. Dahinter wird es tief. Also hier ist auch geschürft worden, möglicherweise nach Steinen, denn da am Rand, wo der Pfad zu dieser Grube hinführt, sind Steine als Befestigung. Da ist noch ein Absatz, da geht es nochmal tiefer runter. Offenbar ist das so eine Art Halde hier. Unten sieht man den Hauptweg übrigens. Des Verbindungsweges zwischen Schlangenstieg und Goldbergweg. Geradeaus gibt es auch eine Vertiefung. Da führt ein Zweig
des Weges. Der Hauptweg führt beim BP-Punkt Nummer 16 weiter rauf. Also hier befindet sich ein kleinerer Platz. Links offenbar auch Wühlspuren, sage ich jetzt einfach mal dazu. Mit Terrassenbildung. Da oben geht es in der Form weiter. Hier vor mir ist es auch etwas morastig. Da gehe ich dann auch nicht weiter. Also natürlich ist das Ganze hier nicht. Was auch immer das bedeuten mag. Mit Bergbau, Steinbrucharbeiten und Ähnlichem müssen wir rechnen. Noch ein Blick ins Wäldchen. Umgestürzte Bäume sind immer verdächtig, was Bodenbewegung angeht. Links sieht man auch noch mal etwas morastartiges Gelände. Aber ich will heute nicht weiter forschen, ich will wandern, laufen. Ja, das letzte Stück war nicht mehr weit. Ich bin am Hauptweg angekommen, Richtung Goldberg. Gehe aber die andere Seite lang. Da oben, das kenne ich jetzt schon wieder. In Richtung Schlangensteg. Dann möchte ich gerne Richtung Saubark. Das geht über den Stern. Der Weg wird von Bundespoststeinen begleitet. BP 19 steht auf dem Markierung des Weges wurde hier entfernt. Weiß die aktuelle Bezeichnung nicht. Im Blick aufs Tal und auf den Eugenrichterturm auf der Egge. Die Volkssternwarte davor erkennt man nicht direkt. Ja, der Weg führt hier ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Ist etwas steinig, viel Laub. Allerdings kein Schotter, das finde ich schön. Am Notrufpunkt G10-5 bin ich auf dem Weg A2 gewechselt. Der andere Weg A4 führt den Hang hoch. Da bin ich letztes Mal runtergegangen. Kann man schon. Auch hier Sturmschäden von 2007. Auf der anderen Seite des Weringhauser Bachtales befindet sich der Wildpark. Also hauptsächlich Rehe, Hirsche. Die habe ich ja auch noch nicht frei rumlaufen sehen. Der Weg führt Richtung Stern und zum Saupark. Dann kann man von dort aus das Tal wieder runter am Wildpark vorbei. Ein Blick zum Fernmeldeturm auf dem Riegerberg. Der Weg hier sehr ruhig, sehr schön. Gut begehbar. Mittlerweile bin ich oberhalb des Wildparks zurück. Mittlerweile bin ich oberhalb des Sauparks angekommen. Man sieht die Unterstände für das Schwarzwald schon. Ja, da sehe ich sogar ein Wildschwein. Gucken wir uns gleich näher an. Erst müssen wir hoch zum Stern. Nicht in die Sterne, aber immerhin ein Stern muss sein. Ich bin mittlerweile am Saupark angekommen, über den Weg A2. Die Fortsetzung des Weges
nennt sich A1. Wollen Sie mit drauf? Der A1 ist hier hoch. Ja, da steht es aber, A1, ja, geradeaus. Für zwei. Deshalb sage ich es ausdrücklich, weil das ist nämlich irreführend. Da geht es um euren Richterturm und da gehen wir auch gleich lang. Was ich noch zeigen wollte, hier am Notrufpunkt G10-4HA, das ist der Gedenkstein für den Oberförster August Berger, der auch darauf hinweist, dass der Forst hier mal Harkortswald genannt wurde. Vielleicht kann man ihn noch so bezeichnen. Der wurde gegründet von Johann Caspar Harcourt Ilme im Jahr 1832. Schöner Gedenkstein. Für mich hieß das hier immer Stern, aber ich glaube, das ist noch eine Etage höher, wo ich letztes Mal gegangen bin. Der Mann, der weiß Bescheid. Dankeschön. Wiedersehen. Dran gestanden. Heute nicht mehr. Ja, leider. Kreuzpunkt habe ich gelesen. Das ist aber noch ein bisschen weiter. Kreuzpunkt ist der da oben. Ja, der nächste. Der nächste, der da. Genau. Immer nach oben, da weiß man Bescheid. Ja, ja, nee, nee. Das ist, früher war das so. Da war doch die Höhenbezeichnung da und die Hochzeit, ja, ist so. Ja, ja. Seitdem Kyrill war, also umgefallen ist, ist nicht wieder. Ja, das ist hier vorne besonders schlimm, habe ich gesehen. Das ist harmlos. Noch harmlos? Ja. An der Hinwiese, da ist er schon neu gepflanzt worden. Ja, ja. Buscherberg, da ist alles umgefallen. Buscherberg, ja. Aber hier auf der Seite, hier lang auch. Ja. Alles düsterer Wald. Ja, das weiß ich. Ich bin ja früher als Kind hier dauernd spazieren gegangen. Ist schon lange her. Der Hilger Berg da hinten, wenn der Kreuzpunkt so, ja, halb rechts geht. Ja. Da den Berg lang, das war alles voll. Ja. Mit solchen Fichten. Ja. Ja, ist traurig, aber es wächst ja nach, Gott sei Dank. Aber was da nachgewachsen ist, hat aber keiner gemäht und keiner gesät. Ja, ja. Hier, die sind so schnell gekommen, schnell kommt man gar nicht gucken. Ja, hier siehst du ja auch überall, sieht man die Keimlinge, die kommen jetzt. Ja, das wird also ziemlich schnell wieder zugehen. Nee, aber das ist hier ist ziemlich umgefallen. Also ja. Ist es nicht. Aber wie gesagt, ja, das ist mal, war schön an sich, wo man weit gucken konnte. Ja, genau. Das hatte man vorher nicht. Ja. Ja. Jetzt kommen die Birken schon so hoch. Ja, ne, ich habe es auch versucht. Da muss man auf die Türme gehen. Hier in der Fürstliche, da am Hohen Limburg. Ja. Und der Baron von Höfel, die haben da Rumänen reingejagt. Aha. Vor das Jahr im Sommer. Ja. Da war es richtig, wo es richtig heiß war, waren die Jungs da. Ja. Mit den Maschinen da rein und haben die ganzen Birken umgesetzt. Ja. Haben die aber liegen gelassen. Ja, was mir aufgefallen ist, was es hier nicht so gibt, aber auf der Halle, da gibt es jede Menge Ilex. Ja. Den haut auch niemand um. Das fehlt hier noch. Das ist ein Vorteil. Ilex geht da hinten, wenn man an der Egge dann weitergeht, ja, und geht dann runter, die Straße runter, ja, dann kommt dieser eine Parkplatz, Wildlesen. Wenn man da, ja, rechts reingeht, ja, da ist auch Lisa. Ja, das ist schon fast Hinwiese. Da war ich auch schon. Da geht's los. Etwas höher, gerne. Ja, ja. Auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, da haben die natürlich jetzt unheimlich aufgeforstet. Da waren aber eine Firma aus der Schweiz. Ja. So ein Seilbahn. Ja. So steil, ja, die kennen sich aus, das weiß ich, ja. Die haben da auch nach Kyrill da gestanden. Ja. Haben die auch da gestanden. Deswegen sieht man immer noch die Abfallhaube. Ja. Man sieht auch sehr viel Holz noch im Wald. Ich weiß nicht, ob das noch zu gebrauchen ist. Richtige Baumstämme. Gar nicht mehr, ne? Die haben auch das, was man hier so sieht, das ist alles umgefallen. Ja. Auch da hinten, da waren welche so überwuchert, so ein richtiger dicker Haufen mit Nudeln, ja, noch dran. Ja. Dann die total vergessen. Ja. Oder ist verkauft worden und die haben es gar nicht abgeholt. Ja. Ja, die Preise waren niedrig und hatten sie vielleicht genossen. Das haben sie alles. Aber, ja. Die sagen mir hier, die Forstleute sagen mir, nein, ein bisschen Holz muss im Wald bleiben. Ja, das ist klar, für die Insekten und so, ja. Ja, aber wie gesagt, ja, in meinen Augen war das teilweise übertrieben. Ja, da haben die reichlich viele. Ja, ja, ja. Auf der Halle ist es besonders schlimm. Da kommt man kaum durchs Gelände. Also da muss man sich schon an die Wege halten. Auf der Halle, das ist die Seite da. Ja, da wohne ich. Ja. Wenn ich mal kürzere Wanderwege, da gehe, fahre ich da oben hoch. Ja, ja. Obere Hüsche, obere Zahlweg, fahre ich da. Ja. Zwei Gärten da, aber ober. Die haben das auch schön für den Nordic Walker gemacht. Ja, den glaube ich. Ja, ja.
Okay, ja, ich versuch's mal hier. Das sind für mich Kindheitserinnerungen, dass ich hier wandere dann. Also hier können wir Leerlauf. Ja, ja, ja. Die Wege sind teilweise besser auch. Auf Deutsch gesagt. Ja. Wenn man die breiteren Wege hat, aber da unten, nein, auf der Halle ist ein Dach, wo man runtergeht und hängt runtergeht. Ja. Da kommen wir auf Funkenhausen, ja. Ja. Das zieht sich. Das zieht sich, ja. Und es ist Schotter teilweise, geht sich nicht so gut. Hier ist auch teilweise. Ja, aber es läuft sich besser. Dieser Weg geht, der da unten so lang geht, geht auch, aber der Weg, der da runter geht, Richtung Edde. Ja. Also den Eddenweg. Ja, genau, Richtung Hinwies auch. Das war ja wieder ein anderer Forst. Ja. Wir haben gesagt, die oberen Schicht machen wir nicht. Ja, das hängt ja von den Forstfahrzeugen auch ab. Die wollen da halt so durch, dass man da keinen Schaden anrichtet. Ja. Ja. Ja, Türmeweg. Wir haben die Ast reingemacht. Ja. Das war eine Wuppertaler Firma. Ja. Ein Landschaftsgärtner, der hat das Ast reingemacht. Das war doch schief. Ja, im Sommer wird ja auch der neue Dreitürmeweg eröffnet. Das stand in der Zeitung jetzt am Wochenende. Ja. Den haben wir ja so verwinkelt gelegt, ja, dass man ungefähr 13 Kilometer rauskriegt. Ja, ja. Und kein Problem. Ja. Das ist kein Problem. Aber das ist prima. Nur so ein paar Ecken dazwischen, so ein, zwei Stellen da, die mussten wir entschärfen. Das hat ganz, ja, ja. Also das ist ein Weg runter, geht so durch die Kuhle durch und dann kommt man nicht, ja, hoch. Und ja, und unten ist meist nass dann, wenn man Pech hat. Nass ist, dann kommt man gar nicht. Ja. Also so ist. Aber das ist, da hat mir die Frau, die Forstleuten haben mir gesagt, das macht der SGV. Haben wir nichts zu tun. Ja. Und dann sind wir fertig. Ja. Ja, die müssen auch aufs Geld gucken, das ist leider so. Ja, ja, gut. Alles gemacht. Ich weiß nur, dass da oben auf über Brechtefeld. Ja. In der Limburg da oben. Ja. Da haben die, jetzt habe ich das erste Mal gesehen, dass die durch diese Kurrillflächen gefahren sind mit so einem Mulcher, mit so einer Fräse. Ja. Hinter einem dicken Traktor, ein Riesending, 4 Meter breit. Ja. Die ja durchgefahren und wo ein Baum war, sind sie rückwärts gefahren. Da dran, so alles weg, war alles platt. Das war, und das haben die hier teilweise am Riegerberg auch teilweise mal diese Gilkheit. Ja. Außer merkt man sofort. Ja. Die anderen, wo es nicht gemacht worden ist, sind solche Dornbüsche, also diese Blumen. Ja, ja. Brombeeren und so weiter, die sind ja unnatürlich schon. Reicht nicht, da kommt sie gar nicht mehr durch. Ja, ja. Ja, was wir früher gesammelt haben, das waren nicht nur Brombeeren, das waren Pilze, aber ich weiß nicht, wie es aussieht. Ja, auf der Halle hatte ich im letzten Herbst kein Glück. Ja. Also, warten wir mal, also hier, ich habe hier welche gesehen, aber auch am Schloss da oben in Lüneburg, ja, da waren auch welche, die hatten Küken mal getan. Ja, ja, man muss sich ein bisschen auskennen. Aber die kannten sich auch, ich nicht, ich habe da nichts zu tun. Na, ich weiß das nur von früher her. Meine Mutter konnte das gut. Ja, nee, nee, nee. Okay. Das kann ich. Ja, ja. Muss man ein Auge für haben, das ist. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, die finden die ja auch alle. Ich laufe da dran vorbei. Ja, und wenn man sie dann sucht, dann findet man sie nicht. Ja, danke auch. Viel Spaß beim Gehen und tschüss dann. Ja, rechts ist der Saupark, aber ich habe eben schon von oben gesehen, dass die Tierchen alle unten sind, da wo die Sule ist, nehme ich an. Wir machen uns ein Stück Richtung Eingrichterturm auf. Und hier fliegen auch wieder, oder flattern besser gesagt, die Zitronenfalter. Die gibt es hier reichlich oben. Hier ein Blick ins Tälchen runter, was sich nachher zum Tal ausweitet. Der Saupark ist doch ein Stück weiter unten. Ich hatte es in Erinnerung, dass er bis zum Weg ging. Vielleicht verkleinert, aber das erkundige ich ein andermal. Bin jetzt am Försterpfad angekommen. Ausgewachsener Weg, Türmeweg. Wir gehen, wenn uns da nicht ein Baum umhaut, weiter noch in Richtung Eugenrichterturm. Knallt verdächtig, aber ist überhaupt kein Wind. Ja, der Baum ist ziemlich schräg, ja. Okay, gehen wir weiter.
Mittlerweile bin ich im Dert angekommen, an der Dertstraße. Da gehen wir gleich runter. Noch ein Blick auf die Drogenklinik. Ich spiele nicht mehr mit dir, Mäuschen. Ach so. Im Kaiser-Friedrich-Turm waren wir schon, da gehen wir heute nicht mehr hin. Interessant sind hier die Hinweistafeln. Hier vorne auf die Streuobstwiese. Es gibt auch noch drei Tafeln, die die Funktionen des Waldes zum Thema haben. Ich sage für heute Tschüss und Dankeschön.